Tatsache, es verschwindet Berufe. Die Probleme, die vielleicht der Wandel mit sich bringt, kann man nicht mit einem Grundeinkommen lösen. Ein Betrag, der ist zu viel, um zu sterben und zu wenig, um zu leben. Ich mache mir selber ein bisschen Sorgen. Das klappt nach kürzester Zeit zusammen, so ein System. Es ist eine Tatsache, es verschwindet Berufe. Aber es entstehen eben auch neue. Die Unternehmungen, die ich kenne, die haben immer mehr Arbeitsplätze geschaffen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Viel, viel mehr, als dass sie hier abbauen. Und von dem her gesehen, ist es klar, in welche Richtung es geht. Also, ich mache mir selber ein bisschen Sorgen. Arbeit wird es immer haben, aber die absolut entscheidende Frage ist, ob es bezahlbare Arbeit gibt. Es kann sein, dass es zu Massarbeitslosigkeit kommt, aber es ist kein Naturgesetz. Es ist hausgemacht, wenn es dazu kommt. Wir haben alle Karten in Hang, um eine Gesellschaft zu haben, die Vollbeschäftigung anstrebt und erreicht. Wenn wir aber in eine Welt kommen, dann müssen wir mal umdenken, dass es 50% Arbeitslosigkeit gibt. Dann würde man auf den ersten Blick sagen, ja, das Gäbigste ist, wir führen eben ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, dass alle zusammen ein Auskommen haben. Und dann muss man das nicht mehr an die Arbeit binden. Also dann wird eigentlich jeder Mensch zahlt mit einem Lohn, auch wenn er nichts dafür arbeitet, selbst wenn er könnte arbeiten. Das klappt nach kürzester Zeit zusammen, so ein System. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein bestechendes ökonomisches Modell, das funktionieren würde. Aber wenn Sie das mit freier Einwanderung kombinieren, das ist ja Selbstmord. Für mich kann man die Probleme, die vielleicht der Wandel mit sich bringt, kann man nicht mit einem Grundeinkommen lösen. Für mich ist klar, es sollte immer eine Arbeitsleistung dahinter sein, wenn man Geld bekommt für etwas. Ich glaube nicht daran, dass das Grundeinkommen dem Leistungsprinzip entspricht. Ich bin aber überzeugt, dass die nicht mitkommen können mit dem Leistungsprinzip, und das gibt es immer wieder, hat es immer schon gegeben, wird es immer geben, dass dort unsere Gesellschaft, die Politik, eine Verantwortung hat, die entsprechend aufzufangen, versuchen, im Prozess zurückzubringen, dort, wo es nicht möglich ist, entsprechend halt auch mitzutragen. Das ist die Verantwortung unserer Gesellschaft. Ich befürchte, dass wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, oder so ein bisschen à la Hartz IV in Deutschland, dass man ein Drittel von der Gesellschaft abschreibt und sagt, wir zahlen dir bedingungslos, ob du schaffst oder nicht, ein Betrag, der ist zu viel, um zu sterben und zu wenig, um zu leben. Und ich kämpfe für eine Gesellschaft, die möglichst alle integriert und niemand abschreibt. Wenn es nur noch so wenig Arbeit gibt, dann ist für 90% der Leute, die nicht arbeiten, ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht finanzierbar. Aus politischer Sicht müssen wir wie auch immer dafür sorgen, dass eigentliche Arbeit bezahlt wird. Ich sage, wir würden gescheiter ein bisschen mehr über diese Fragen diskutieren, als zum Beispiel über die ganze Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat 1% vom Bruttoinlandprodukt, das sie produziert. Aber hier haben wir vielleicht 50-60% Debatte um Landwirtschaft. Da sieht man das Ungleichgewicht. Was wir müssen versuchen, ist, dass das Parlament noch ein bisschen vorwärtsorientierter wird, eben die Rahmenbedingungen setzt, dass sich Digitalisierung wirklich durchsetzen kann. Nein, ich stelle fest, dass sehr viele Debatten im Rückspiegel geführt werden. Man tut aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren und hat das Gefühl, mit dem Rezept der Vergangenheit können wir die Herausforderung der Zukunft lösen. Ja, manchmal im Gegenteil. Der Verdacht, dass in der Politik die Ängste über die Digitalisierung überwiegen. Und die Politik ist nie so kreativ, wie wenn es darum geht, irgendwelche Horrorszenarien zu malen. Und dazu bin ich nicht bereit.